Jojo, Freunde, willkommen zurück zu einer neuen Folge. Enwake 2. So. Im letzten Video war ich auch gut am Abkacken am Ende. Aber ihr müsst verstehen, ich bin gesundheitlich leicht angekratzt. Hab einen langen Arbeitstag jetzt immer. Ja. Ach, so gut. Da habe ich das nicht vergessen zu schreiben. Also, das, was du schreibst, verwirrt mich maximal, Jona. Ich kann mir keine Inhalte daraus entnehmen, so richtig. Also, was du jetzt meinst. Wir sind übrigens mit Saga jetzt beim Point of No Return. Das heißt, jetzt wird Hardcore. Bereit? Nein. Nein. Ich arbeite noch dran. Okay, Anderson. Nee, ich check bloß Geben mein Sie einfach Inventar. Bescheid. Obwohl mein Inventar ist voll. Aber gut, können wir eigentlich auch direkt durchstoppen. Überall Blut, das sieht sexy aus. Bereit? Oh, dieser Blick, dieser psychopathische. Ich bin jetzt bereit, zum Cauldron Lake zu gehen. Starten wir mit dem Plan. Okay, dann mal los. Wir sind für Sie da. Was brauchen Sie von uns? Oh, Ich gehe mit dem Jonah. Krieger zum Cauldron Und nie Lake. vergessen, Leute. Scratch wird versuchen, Sie rauszuholen. Sie werden Verstärkung brauchen. Oh, ich weiß, ich werde Sie nicht davon abbringen können, Casey. Estevez, wie sollen wir das Lichtfeld zum See bringen? Kein Problem, ich kümmere mich darum. Und wir bringen unseren mobilen Sicherheitscontainer mit. Er wurde speziell für Wesen wie Scratch entwickelt. Und dieses Kunstwerk hier, Anderson, was haben Sie damit vor? Ich rufe ein paar Leute an. Wir treffen uns beim Cauldron Lake. Führe das Ritual am Grab. Fahre mit dem Auto zum Cauldron Lake. Yay! Oh, was ist das hier? Ach so. Der Toilettenpapierdieb, ja, der Toilettenpapierdieb haben wir vorhin festgestellt. Alex. Ist Patrick, weil Patrick einfach Toilettenpapier als Taschentücher benutzt. Macht er das auch, Leute? Ich nicht. Thor, ich brauche die Old Gods of Asgard. Ich brauche ein besonderes Lied. Der Tourbus ist beladen und wir haben uns schon verabschiedet. Tschüss. Machen wir die Straßen mit dieser gute Wiedereminwasser. Sie haben das kommen sehen, oder? Natürlich. Ich brauche ein Lied über Alan Wake, um ihn aus dem dunklen Ort zu holen. Ein Schriftsteller, ein See der Dunkelheit, der Weg zum Licht. Schreibt sich praktisch von selbst. Ich hoffe, Sie haben es noch drauf. Ja, unser Auto steht ja hier unten. War nichts an, ja. Kann jemand hineinsehen? Sind Sie noch da drin? Immer wenn irgendetwas Aufregendes in dieser Stadt passiert, verpasse ich es. So ein Mist. Wie geht's am Rechner, Jona? Macht er bessere Zucker? Oh. Geran, Geran. David, bitte, oh mein Geran. Gott. David. David, ich bin's. Wo hast Hör du... auf. Hör mir einmal zu, bitte.
Du hast mich verlassen und mir meine Tochter genommen und dann hast du... Sie ist deinetwegen tot. Und ich will nie wieder was von dir hören. Also ist er doch tot. Ruf mich nie wieder an. David! Verflucht nochmal. Es wird schlimmer. Breitet sich aus. Die Zeit läuft mir davon. So, theoretisch denkt ihr ja, dass in der realen Welt, also dass die hier in der Zwischenwelt gefangen ist, sozusagen, und hier ihre Tochter tot ist und hier das passiert, was Ellen schreibt. So. Und im Echten erreicht das Seeufer. Und im Echten, im echten Leben lebt ihre Tochter noch. So, was ist denn, wenn das aber die Realität ist und ihre Tochter wirklich gestorben ist? Das ist natürlich absolut geisteskrank, ne? Gar keine Frage. So, irgendwo hier war ein Loch im Zaun. Aber da ich das letzte Mal am Tag lang gerannt bin. Oh nee, ich gehe nie den ganzen fucking Weg durch den Scheißwald. Da kriegt Jonas zwar wieder Ständer, wenn ich hier durch den Wald gejagt wäre, aber ich nicht. Ich muss jetzt Real Talk hier durch, oder was? Ne, hier drüben. Hier war es noch im Zaun. Oh, ich höre einen Helikopter. Ein Helikopter? Wir kommen mit den Lichtern, Anderson. Wo sollen wir sie platzieren? Platzieren Sie sie an der Küste. Wir müssen bereit sein, wenn es geschafft kommt. Wir werden bereit sein. Oh, Jonah, Mann. Da laufen sie schon rum, die Hurensöhne. Die sind auf ihre Bitches. Achso, das ist noch nicht so. Oh, verpiss dich! Ich will gar nicht bei den Ferienhäusern. Ich muss doch. Parkplatz. Nee. Nee. Ja. Genau. Ja. Oh. Das sind Thor und Odin. Vielleicht sollte ich mich melden. Kleine, wir sind fast beim Gig. Und Odin hat 4 Schergen der Dunkelheit überfahren. Der Bus ist der Hammer. Ich fahre mit einer Hand.
Wir treffen uns bei der Küste. Ist das Lied bereit? Fast! Die Kunden! Einen richtig geilen Refrain! Komm, rette deine Seele! Erwache neu und ganz! Beim Namen werd ich ihn beschwören! Bruder, Baum! Baum! Welcher Baum? Im Lied gibt es keinen Baum! Wer zum Teufel steckt einen Baum mitten auf die Straße? Wir sind nicht auf der Straße! Fahr vorsichtig, Gebt mir Vollgas, Bruder! Lass mir es krachen! Yeah! Ah ja, ganz schön verrückte Art zu fahren. Stimmt, mit der Hexe muss man auch noch rausfinden. Ah, das ist grafisch schon echt sehr sexy. Ah, jetzt ist es schon mehr soweit. Ah, hier oben ist wieder ein Penner. Ja, oh. Kumbaya, my lord. Kumbaya. Kumbaya, my lord. Kumbaya. So, wir umlaufen die Hurensöhne. Kumbaya. Haha, hast mich hier getroffen. Blöder Wichser. Hey. Bist du? Sind sie durch? Mach's mit dir in der Schlafgut. Sei was Schönes. Und vergiss nie, es macht Spaß, es macht Laune, erst auch dann die Glauben. Ah, ganz wichtig. Ist schon eine Weile her, seit wir das letzte Mal hier waren. Boom! Oh nee, alles nochmal? Geran. Oh nee, pick dich doch. Oh, echt jetzt? Ich pausiere, bis ich wieder dort bin, Leute. Achso, und DevCon drückst du natürlich eh mal hoch. So, meine lieben Freunde. Da sind wir wieder back on track. Versace Dress. Der deutsche Kanye West. Ich nicht, ich bin boah auf die Portologe. Weil... Dieses Mal war ich so schlau. Hab hier gleich gespeichert. Übrigens, die Schmerzmittel kann ich warum auch immer nicht einsammeln. Und hier steht trotzdem nur noch Schraubenzieher da, wo ich das Ding eingesammelt habe. So. Ich bin in der Zeit wieder selbst. Nochmal gestorben. Ja, ist Buggy, ist Buggy. Cauldron Lake, wie geht es euch heute? Oh. Ja, seid ihr das letzte Mal hier war. Oh! Stimmt denn mit dir nicht? Oh, ey. Na ja, gut, wir haben gut speichert. Trotzdem. Gottlos.
Vielleicht kann ich jetzt das Zeug einfangen. Ja? We can win the race. Eins, zwei, jeden Abend war Bingo-Abend. Zugewachsen. Gott im Himmel. Und hat nimmer irgendwas fallen lassen. In ein Stück Scheiße. Party Hawk! Bei Glocken nicht rocken! Und ob sie das tun, ich bin hier. Man muss sie nur richtig beschwören. Anderson, wir haben hier oben ein Kontrollzentrum eingerichtet. Hey Anderson, ich kann noch mehr Ausrüstung runterbringen, wenn nötig. Sobald sie auftauchen, richte ich die Lichter für dich auf die Besessenen. Schlechte Neuigkeiten. Wir haben es eilig und der Strom setzt aus. Dein Partner hier wird sich darum kümmern. Ich bin Opa, kein Mechaniker. Du gibst mir das Signal, sobald das Lied fertig ist. Und ich verwende den Klicker, um Wake zurückzuholen. Los geht's! Hallo, Conran Lake! Schön, hier heute so viele Bundesbeamte zu sehen! Bereitet euch auf einen seelenzerreißenden, bewusstseinsverändernden Akt schwarzer Magie und Zauberei vor! Wir haben diesen Song für unseren gequälten Lieblingsschriftsteller geschrieben. Lasst euch aus der Dunkelheit führen. Der Song heißt Dark Auction Summoning. Du lässt mich versagen, wie ein Affe aussehen, Alter. Scheiße. Probieren wir es noch einmal. Überlebt das Beschwörungsritual. Ach du Scheiße. Momentan kommt es immer wieder zu paranormalen Verbrechen. Aber ich finde das einfach stark. Ich will ein T-Shirt. Die Show zieht Publikum an. Besessene im Anmarsch. Oh. Leck mich. Noch mehr Besessene. Keine Muni mehr auf Scheiße! Anderson, nimm genug.
genug Munition mit. Zündet die scheiß Karre! Ich mache das übel zu teilen. Jetzt ladet doch mal die Scheißknochen noch! Boah, jetzt endlich! Na klar! Das ist gut von nichts.
Kann ich nicht. Oh, was ist denn das? Oh. Ich mach Pause, bis ich es geschafft habe. Der. Ich will jetzt alle durchgeschickt. Richtig gemacht. Erst die Kunst und dann der Klicker. Also, wo ist er, verdammt? Oh, 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 was hast du gemacht? Ein Wurmloch. Seite eines weiteren Mannes. Ja, Freunde. Wir wurden zurückgebeamt und sind jetzt wieder. Oder? Anyway. Ja, ich hoffe, ihr habt die Folge enjoyed. Hier drüben wird jetzt leider Abo. Button aufleuchten für meinen Kanal. Ich hoffe, ihr lasst ein Abo da, würde mich sehr freuen und unterstützen. Oh, Liebe für euch. Halt Ohren steif, bleibt gesund. Ich hoffe, wir sehen uns zur nächsten Folge wieder. Bis dann. Haut rein. Peace, peace, euer Amex. Falsche Knopf. Und immer dran denken, boah, rein in die Vorderluge.